darf alle ganz herzlich begrüßen. Von meiner Seite Björn Negemann von Congress Media zurückbegrüßen aus meinem Urlaub zum D2M-Talk, den wir hier jeden Dienstag um 15.30 Uhr veranstalten. Das sind an dieser Stelle der Thorsten Ising und meine Wenigkeit. Und wir laden uns immer Gäste ein. Und ich darf hier mal Thorsten und unseren heutigen Gast dazu holen, die Vivian Pein. Hallo Vivian. Hallo Björn, schön, dass ich da sein darf. Hallo Thorsten auch. Wir haben uns ja 2 Wochen nicht gesprochen. Du durftest hier alleine durchmoderieren. Ich hoffe, du bist ohne mich zurechtgekommen einigermaßen. Du hast gefehlt, aber es hat geklappt. Also auch von mir, hallo Vivian, hallo Björn. Ja, schön. Der D2M-Talk ist ja so eine wöchentliche Geschichte, die wir vor knapp 21 Wochen gestartet haben. Heute in der 21. Ausgabe gestartet, zu Beginn sozusagen dieser ganzen Corona-Zeit, wo es darum geht, okay, da ist jetzt ein Lockdown und irgendwie verändert sich auch die Kommunikation und das müssen wir mal ein bisschen begleitend diskutieren. Das war das Ansinnen hinter diesem wöchentlichen Talk, den der Thorsten und ich vor dem D2M-Summit noch gestartet haben. Und nach dem D2M-Summit und nach der ersten Lockerung haben wir das einfach weitergeführt und haben das jetzt institutionalisiert als wöchentlichen Talk und werden das auch weiterführen. Wahrscheinlich sind wir demnächst sowieso wieder alle im Lockdown, dann wiederholt sich das ganze Jahr. Und heute haben wir mit der Vivian jemand hier dabei, die sich insbesondere mit dem Thema Community Management, aber auch Social Media Management und dem ganzen Kommunikationsgeschehen natürlich intensiv schon beschäftigt hat, in Büchern, Bücher geschrieben hat, unter anderem auch den BVCM mitgegründet hat, da tief in der Diskussion drinsteht. Und da freut es uns natürlich ganz herzlich, dich dabei zu haben, Vivian. Aber Vivian, wie geht es dir erstmal überhaupt in dieser schönen, ja, Krisenzeit? deutlich besser, einfach weil wir jetzt wieder sowas Ähnliches wie Alltag haben. Es ist zwar immer noch komisch, hier und da bemerkt man natürlich auch noch die Einschränkungen, wobei ich ganz klar sagen muss, also mit einer Maske habe ich absolut kein Problem, weil ich schon immer viel in Asien war und es einfach da ein Zeichen von Respekt ist, Maske zu tragen, also spätestens dann, wenn man eine Erkältung hat oder auch zum Selbstschutz, weil einfach der Smog so hoch ist. Aber ich glaube, was jeder noch spürt, ist gerade, wenn man auch auf die Zahlen aktuell guckt, immer so ein mulmiges Gefühl, zumindest geht es mir so. Ich habe 2 Kinder, ich habe 4 Wochen Homeschooling und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hinter mir, die ohne Kinderbetreuung wirklich ein Kraftakt war, sodass ich hoffe, dass wir dieses Stück neue Normalität noch ein Stück weiter haben und nur jeden drum bitten kann, haltet euch an die Regeln. Nur zu wünschen, das ist so. Ja, wie war es denn in der Zeit arbeitstechnisch? Bist du arbeitstechnisch gut durch die Zeit gekommen? Ist viel passiert? Hat sich aus deiner Sicht viel, gerade in unserem Fachbereich des Community Managements, getan? Sagen wir so, also persönlich gab es bei mir eine ganz krasse Umlagerung von Arbeit. Während sämtliche Präsenzauftritte weggefallen sind, also von Schulungen über Konferenzen und eben auch Live-Terminen bei Kunden, ist auf der anderen Seite der Bedarf einfach nach Beratung, gerade auch im Bereich Community Management, exponentiell hochgeschossen, wirklich, weil plötzlich Unternehmen und Organisationen einfach da standen und sagten, oh mein Gott, wie sollen wir denn jetzt kommunizieren? Wie sollen wir mit den Menschen sprechen? Also gerade auch im Behördenumfeld. Wie können wir jetzt dem Bürger quasi erklären, was da gerade passiert, sodass er es versteht, dass wir an einem Strang alle ziehen und dass da auch irgendwie keiner sich im Unklaren darüber ist, warum das jetzt nötig ist und wie wir das jetzt machen. Und das prallte dann quasi gleichzeitig auf eine 100-prozentige Kinderbetreuung, wie ich gerade schon gesagt habe, mit Homeschooling, was dazu führte, dass mein Mann ist auch Vollzeit berufstätig, hat auch noch ein Unternehmen. Wir haben uns quasi wie im Staffellauf immer Arbeit und Kinder hin und her gegeben, zum Glück sehr gleichberechtigt und hatten aber einen Dauerlauf über die gesamte Zeit, ohne Wochenende, ohne Pause und
Ja, aber gleichzeitig auch, also wenn man so im Nachhinein drauf guckt, denke ich so, oh wow, das haben wir geschafft. Also das ist schon irgendwie Wahnsinn. Hätte ich vorher nicht gedacht, habe ich zwischendurch nicht gedacht. Emotional war es auch extrem schwierig und ich finde es auch wichtig, das anzuerkennen. Aber wir haben es geschafft und das ist eigentlich das, was für mich am Ende mit einem großen Ausrufezeichen dahinter steht. Wir brauchen jetzt alle Urlaub, also eigentlich 3 Wochen lang ohne Kinder, aber das ist eine andere Geschichte. Hast du Angst vor einem erneuten Lockdown? Ja, natürlich. Also alles andere wäre gelogen. Also ich meine, ich hoffe, also zumindest meine Kunden sind jetzt besser dafür aufgestellt. Die wissen, was sie tun müssen. Die wissen auch, wie sie kommunizieren müssen. Trotzdem, sagen wir mal so, mit dem Anstieg der Verschwörungstheorien, auch mit der, sagen wir mal, an der einen oder anderen Stelle stark herabfallende Moral, sich quasi für das Gemeinwohl zurückzuhalten, wird die Kommunikation definitiv nochmal eine Runde härter werden. Wenn wir jetzt nochmal in einen, also obwohl Lockdown möchte ich es gar nicht nennen. Ich habe Freunde in Spanien, die hatten Lockdown, die durften nicht vor die Tür. Wir hatten Ausgangsbeschränkungen, wir durften das ja noch. Auch eine wichtige Differenzierung, finde ich, auch gerade wenn man nach außen kommuniziert. Aber das ist auch was, was mich quasi für, also ich fühle mich für meine Kunden, für meine Teams sind auch immer verantwortlich. Davor habe ich Sorge, weil die Gangart, die man jetzt auch momentan schon im Alltag merkt, die Tonalität, mit der die Menschen um die Ecke kommen, gerade auf Facebook, gerade auf Twitter, die ist auf jeden Fall schon eine ganz andere Nummer als noch im März. Da sind wir ja so ein bisschen beim Kernpunkt, den wir heute halt auch als Titel draufgeschrieben haben, Dialogkultur und wie wir damit umzugehen haben. Vielleicht versuchen wir nochmal einen Schritt zurückzugehen. Was war für dich, was war dein Ratschlag, deine Empfehlung zum Anfang sozusagen des ersten Lockdowns an deine Kunden, an die Unternehmen? Was war da wichtig? Worauf sollten sie darauf eingehen? Also ich sage mal, in der Kommunikation ganz wichtiger Punkt, so einfach wie möglich. Gerade wenn man breit auf breites Feld Wissen vermitteln möchte, bringt einem hochgestochene Sprache überhaupt nicht. Das ist auch ein Erfolgsgeheimnis von Trump und Co. Die sprechen einfach so, dass es ein 10-Jähriger versteht. Und gerade in Krisenkommunikation muss man wirklich so einfach wie möglich sprechen, auch um Missverständnisse zu vermeiden. Das Zweite ist, so grafisch wie möglich. Also sieht man ja vielleicht auch in der Kommunikation, wenn man auf die unterschiedlichen Netzwerke guckt. Ich habe noch nie so viele Informationsgrafiken gesehen, die auch wirklich gut, die einfach aufgearbeitet waren, die fallen nicht nur im Feed besser auf, sondern sie vermitteln halt auch Wissen kompakt und man hat Lust eben auch, sich dieses Wissen anzueignen. Das Dritte ist, habt genug Menschen für die Kommunikation. Wenn ihr da einen einsamen Community Manager habt an einer Behördenseite, wo tagtäglich Tausende von Kommentaren eingehen, das funktioniert einfach nicht. Und das hilft auch nicht, dann den Praktikanten mit ranzusetzen, der sowieso keine Ahnung von allem hat und im Zweifel sogar die Sache noch verschlimmert, einfach weil er nicht in der Lage ist, sich klar auszudrücken oder auch das Wissen gar nicht hat, was jemand hat, der wirklich schon krisenerfahren und im Community Management ist. Das heißt, sorgt er auch schon in Zeiten dafür, wenn es ruhig ist, also spätestens jetzt, wenn wir uns den Verlauf so anschauen, dass ihr genug Menschen habt oder dass ihr die Menschen ausbilden lasst, die vielleicht auch nicht im Kernthema da sind, die aber Kommunikation können, die ein Gespür dafür haben. Also mein Blick, wenn ich von Menschen spreche, die gut in Kommunikation sind, immer gute Kundenservice-Mitarbeiter, die haben immer schon ein gewisses Gespür, wie man mit Kunden spricht. Die sind es gewohnt, mit aufgebrachten Menschen zu sprechen. Und die haben meistens auch ein relativ dickes Fell, was man in dieser Arbeit auch braucht. Was noch wichtig ist, ist einfach auch Authentizität und Menschlichkeit. Das heißt, wenn ihr könnt, zeigt Menschen. Ich fand das ein sehr, sehr spannendes Beispiel hier in Bonn. Unser Bürgermeister hat sich einmal die Woche vor die Kamera gestellt und hat den Menschen erklärt, was gerade passiert. Das hat er vorher nicht gemacht. Auch die Pressekonferenzen wurden live übertragen. Die Tonqualität ist ein anderes Thema, die war schlecht. Also auch da muss man natürlich drauf achten. Aber die Intention, quasi Gesicht zu zeigen, Menschen zu zeigen und eben auch zu sagen, ja, wir haben hier genauso, wir wissen genauso nicht, wie das jetzt weitergeht, aber lass uns jetzt gemeinsam zusammenhalten und wir kommen da gemeinsam durch. Sowas lässt sich einfach viel, viel besser vermitteln, wenn man einen Mensch hat, wenn man ein Gesicht hat, der mit einem spricht. Weil Menschen wollen mit Menschen sprechen und das hat immer viel, viel mehr Impact, das macht mehr Vertrauen, das macht mehr Emotionalität, einfach ein Gesicht dann da an dieser Stelle zu haben. Darf ich meine erste meine Folgefrage als erstes kurz lernen? Ja.
Thorsten, du schreit man schon wieder mit den Fingern. Kurz nur, du forderst ein mehr Investitionen in Leute, in Ausbildung, in natürlich systematischen Herangehen. Nun sind die Unternehmen ja aber alle in der Krise. Sind sie da überhaupt bereit gewesen, das mehr zu investieren? Ich sage mal, sie waren dazu gezwungen, weil sie einfach auch gemerkt haben, wenn ich jetzt nicht agiere, dann habe ich einfach auch ein Problem. Also natürlich, also Behörden sowieso vorne ran, weil es ist deren Aufgabe, den Bürger auch zu informieren. Und den Teil, den sie halt nicht mehr über klassische Zeitungen, über Fernsehen erreichen können, da sind sie einfach auch in der Pflicht, aus meiner Sicht, die Menschen in den sozialen Medien, da wo sie sind, eben auch zu erreichen. Und gerade wenn es so wichtig ist, eine Botschaft wirklich in die Gesamtbevölkerung zu tragen, ist hier gar keine andere Option. Also das. Wenn ich einen Auftrag habe, und das ist in jeder, also das ist quasi inhärent, dass ich meine Bürger über das, was ich tue, informieren muss, dann muss ich hier auch in die sozialen Netzwerke gehen. Bei Unternehmen genau das Gleiche, die haben ja auch ein Interesse daran, einfach auch die Menschen darüber zu informieren, wie es weitergeht. Ein ganz, ganz tolles Beispiel, aber die machen sowieso gutes Community Management, aber die sich auch wirklich da nochmal hervorgetan haben, ist DM, die DM-Drogeriemärkte. Die ganze Zeit, also eigentlich haben die eher leichte Themen, aber dann sind sie plötzlich wirklich, haben den Nutzer zugehört, sind voll auf dieses Thema eingegangen, haben da eben genau den Menschen das gegeben, also haben über Ängste gesprochen, haben darüber gesprochen, was sie quasi in den Märkten tun, um bestmöglich irgendwie die Menschen, also um das eben zu vereinen, die Sicherheit mit dem Bedürfnis trotzdem einzukaufen, haben aber auch wirklich ganz viel auf emotionaler Ebene gearbeitet. Und ganz viel mit der Community einfach auch Dialoge geführt. Die haben gefragt, wie geht's euch? Was wollt ihr? Worüber sollen wir sprechen? Wo müssen wir noch mal mehr rein? Und irgendwann haben sie auch gefragt, so Leute, sagt mal, sollen wir hier jetzt so weitermachen? Oder habt ihr auch Lust wieder auf normale Beauty-Themen? Also auch als es dann schon ganz, ganz stark wieder auf die Lockerungen zuging. Und dann hat die Community auch gesagt, so, ihr habt das alles super gemacht bis hier, aber jetzt hätten wir gerne wieder Beauty. Und deswegen, also auch gerade dieses mehr, ich glaube, wenn Unternehmen an der Stelle dann auch offen dafür sind, investieren und merken, es funktioniert, weil die Menschen hat in dieser Zeit ja auch gar nichts oder kaum was anderes interessiert, zumindest in der ersten Zeit, einfach weil es unseren Alltag so aus den Grundfesten gezogen hat, dann merken die Unternehmen halt oder haben Unternehmen halt auch eine ganz große Chance, Menschen, die bisher nur Follower waren, dann auch wirklich in wirkliche Fans zu konvertieren, auch wirklich Beziehungen mit diesen Menschen aufzubauen, weil die halt hingehen und denken, wow, das ist hier eine Marke, das ist ein Unternehmen, eine Organisation, die versteht mich, die redet mit mir, die nimmt mich in so einer Situation an die Hand und geht mit mir mit. Und das ist eine riesengroße Chance, die, also zumindest meine Kunden, dann auch einfach wahrgenommen haben und eben auch, wenn man in die Zahlen guckt, hat das auch allen was gebracht. Genau diese Einschränkungen, meine Kunden, das würde ich gerne mal einhaken. Also es ist natürlich bei den Kunden, denen mit professioneller Arbeit und professioneller Unterstützung schon klar war, dass sie jetzt hier auch weiterhin strategisch agieren und handeln müssen. Da bin ich vollkommen bei dir. In vielen Fällen war das aber nicht der Fall. Also in ganz, ganz vielen Fällen haben wir gesehen, dass sie erstmal genauso hilflos waren wie viele Menschen einfach da draußen auch. Sie wussten nicht, wie lange dauert das, wann ist das vorbei, wie können wir jetzt vorwärts gehen und mussten jetzt genau in dieser Situation gleich mehrere Herausforderungen ja angehen. Erstens verstehen, dass sie kommunizieren müssen, zweitens verstehen, wie sie kommunizieren müssen und drittens einsehen, dass sie jetzt tatsächlich Menschen brauchen, die kommunizieren können. Glaubst du, dass die Pandemie am Anfang tatsächlich dazu geführt hat, dass heute mehr Unternehmen ein besseres Community Management strategisch angehen können? Ich sage mal, auf jeden Fall sind deutlich mehr Menschen online als oder Unternehmen online als vorher, gerade auch im Bereich kleine und mittelständische Unternehmen, weil sie einfach gemerkt haben, wir müssen
online gehen, um zu kommunizieren, beziehungsweise ganz viele ja auch gemerkt haben, wir müssen jetzt einen Online-Shop machen, um überhaupt überleben zu können. Da ist es mir sehr, sehr stark aufgefallen. Was mir aufgefallen ist, auch wenn wir Krisensituationen haben, viele haben gemerkt, dass 0815 nicht mehr funktioniert und dass zumindest erstmal grundlegend eine Strategie her muss. Also was wollen wir eigentlich hier? Was ich sehe, ist ein Umdenken. Also wirklich weg von diesen, ich nenne ihn immer ein bisschen abschätzig Katzen-Content, damit meine ich halt nicht nur den Content, wo wirklich Katzen und Babys und Hunde drauf sind, weil der einfach immer funktioniert, sondern auch diesen Content, wo man raufguckt und denkt, da könntest du eigentlich jede Marke drüber schreiben, ist egal, ist komplett austauschbar, hat nichts mit dem Markenkern zu tun und ist nur da, wirklich nur da, um platte Interaktionen zu fördern. Interaktion ist nichts Schlechtes, keine Frage, aber es muss eben eine Interaktion sein, die irgendwo am Markenkern ist. Und davon sehe ich jetzt, zumindest subjektiv gesehen, weniger als vorher. Ich sehe auch einfach mehr Dialoge. Ich sehe mehr Unternehmen, die in die Kommentare reingehen und dort in die Interaktion gehen. Ich glaube, wenn vielleicht auch nicht auf der großen Skala, wie ich mir das wünschen würde, das hat schon ein Umdenken ausgelöst, weil einfach auch das Bedürfnis nach Dialog von allen Seiten deutlich stärker ist momentan. Und das sieht man nicht nur darin, dass man ständig in irgendwelchen Zoom-Meetings hängt. Wobei ich da auch eher die serviceorientierten und die kundenserviceorientierten Themen im Vordergrund sehe. Also ich gebe dir recht, ja, ganz viele Unternehmen haben gelernt, jetzt plötzlich zu kommunizieren, weil sie in der Pflicht und in dem Muss waren, es zu tun. Aber sie wurden hier in die Kundenkommunikation gezwungen, nämlich mit Service-Themen, also Fragen. Es wurden Fragen gestellt, hey, wie läuft das bei euch im Laden ab? Was ist mit Maskenpflicht bei euch? Was ist mit Desinfektionszeug und so weiter? Solche, ich sage jetzt mal allgemeinen Themen. Ja, hat denn auch die Kommunikation rund um Produkte und Dienstleistungen deiner Meinung nach in der Zeit trotz allem zugenommen? Ich sage mal so, also Service ist ja auch eine Art von Community Management und oftmals einfach der erste Schritt, weil also auch ganz strategisch gesehen oder auch um es intern, also ich bin ja auch immer jemand, der eben sehr stark immer nach intern guckt, wie kann ich das intern strategisch quasi verargumentieren, damit ich überhaupt auch die Bedeutung und auch die Ressourcen bekomme, um Community Management zu machen. Da ist Support einfach ein Thema, das ist relativ klar und einfach aufzurechnen. So, guck mal, wenn wir da Support machen, dann trage ich den Teil zu den Unternehmenszielen bei. Ich mache die Kunden glücklicher, da wo sie sind. Ich halte sie davon ab, darum zu stänkern, sondern sorge eben dafür, dass da auch unser Image besser ist, weil wir interagieren. Das heißt, es ist ein sehr guter Einstieg für das Thema Community Management. Aber es gibt diesen schönen Spruch von Gary Vaynerchuk, bei Community Management geht es eben nicht nur um das Beantworten von Fragen, sondern eben auch den Aufbau von Beziehungen. Aber tatsächlich ist, wenn man einem Menschen im Internet hilft, ist das meistens eine gute Grundlage für den Aufbau einer Beziehung. Da habe ich ein ganz altes Beispiel eben aus meiner Zeit bei einem Logistikdienstleister. Da hatten wir einen Kunden, der hat uns die ganze Zeit wirklich nur gepiesackt und geärgert. Und irgendwann mal hatte er einen Servicefall, auf den wir proaktiv reagiert haben und ihm geholfen haben. Und seitdem war das mit dem Piesacken vorbei. Und er war unser größter Fürsprecher. Er hat uns Leute, die über uns geschimpft haben, hat er uns proaktiv rübergeschickt und war dann auch wirklich plötzlich ein Fan. Und das heißt, also dadurch, dass wir ihm geholfen haben, war das der Grundstein für eine Beziehung. Und deswegen sehe ich das überhaupt nicht negativ, wenn die Unternehmen sich jetzt auf dem Punkt in Social Media reintrauen, in die sozialen Netzwerke reintrauen, so die ersten Berührungen und Erfahrungen mit Community Management machen und dann aber irgendwann auch an dem Punkt kommen und merken so, oh, guck mal, wenn ich da zuhöre, höre ich zum Beispiel, welche Themen beschäftigen meine Kunden. Das könnte ich ja dann zum Beispiel einen Redaktionsplan mit aufnehmen. Oh, wenn ich jetzt da in den Dialog gehe und auch mal außerhalb unserer Kernthemen anfange, über was zu sprechen, dann bringt das ja auch was. Und Schritt für Schritt merken Sie dann eben den Mehrwert vom Community Management. Und bei vielen Unternehmen funktioniert das tatsächlich auch nur so. Siehst du denn, dass da sich nachhaltig die Schwerpunkte in der Kommunikation verändert haben? Also wir sprechen hier natürlich jetzt die ganze Zeit davon, dass es mehr Community-Management gebraucht hat, mehr Service-Kommunikation etc. Wenn wir die Zeit vor Corona uns anschauen, da hatten wir ja eine Phase, wo natürlich es überwiegend Vermarktungskommunikation war. Schöne Bildchen, schöne Stories für die bessere Vermarktung.
haben wir jetzt über die Zeit gelernt, dass wir das jetzt ein besseres Gleichgewicht finden und einen besseren Job oder die Unternehmen dort. Ich meine, da sind ja auch nicht immer nur die Community oder Social Media Verantwortlichen mit dran schuld. Das muss man ja auch ganz klar, sondern die sind ja auch oftmals den inneren Zwängen von Zielsetzungen ausgesetzt und kriegen dann vielleicht auch was vorgesetzt. Hat sich da insgesamt ein anderes Verständnis rausgebildet? Wie siehst du das? Ich sag mal so, das fing schon vor Corona an. Also wir haben einfach schon, ich bin ja jemand, ich bin so ein Social-Media-Urgestein. Also als es noch Web 2.0 hieß, da war die Quintessenz von Social Media war Beziehungsaufbau und Dialog. Für mich war das nie irgendeine Performance-basierte, wie kriegen wir hier möglichst viel verkauft über diesen Kanal Aktion. Für mich ging es schon immer um Dialog, um Beziehung. Und Beziehungsaufbau funktioniert eben nur, wenn ich mich hundertprozentig auf den Kunden fokussiere. So, das wurde uns ein bisschen weggenommen über die Jahre, einfach weil Facebook, also gerade Facebook, uns eine unwahrscheinliche Reichweite gegeben hat, ohne dass wir uns wirklich damit beschäftigen mussten, wie wir eben Menschen und Marken zusammenbringen. Also wo die Geschichten dazwischen sind, wie wir quasi ein Thema finden, auf dem ein Beziehungsaufbau auch wirklich möglich ist. Was Facebook ja aber gemacht hat, schon Ende letzten Jahres, dass sie einfach nochmal die Reichweite runtergeschraubt haben, beziehungsweise Mark Zuckerberg auch selber gesagt hat, wir legen den Fokus auf bedeutungsvolle Dialoge oder auf bedeutungsvolle Kommunikation. Facebook hat vor ein paar Tagen einen Community-Management-Kurs rausgebracht. Und damit im Endeffekt, also das zeigt für mich quasi final, dass genau dieser Fokus auf Dialoge, die dann plötzlich auch quasi der Kern von dem waren, was auf den Netzwerken Reichweite bekommen hat, der wurde jetzt letztendlich auch eingeläutet. Das heißt, in Zukunft wird es nicht mehr gehen, so wie vorher. Also Unternehmen müssen sich jetzt darauf einlassen. Und spätestens, wenn wir auf die erfolgreichsten Influencer da draußen schauen, sehen wir bei jedem Einzelnen ist das Erfolgsgeheimnis Netzwerken und die ganz, ganz intensive Kommunikation mit der Community. Bei einer großen Influencerin, die irgendwie, ich glaube, um die 250.000 Follower hat, die hat vor 2, 3 Tagen gerade geschrieben, am Tag verbringt sie zwischen 4 und 5 Stunden nur mit dem Beantworten von Kommentaren und Nachrichten. Und das muss man sich mal reinziehen. Das ist eine Privatperson, die dadurch aber eine Community hat, die ihr bei allem, was sie tut, wirklich hundertprozentig zur Seite steht. Und davon können Unternehmen eine ganze Menge lernen. Bin sowas von bei dir. Also ja, natürlich, die Beziehungen zwischen Menschen beziehungsweise zwischen Marken und Menschen werden wieder in den Fokus gerutscht und immer mehr kapieren, dass es genau so sein muss. Ja, und unsere Aufgabe ist es ja oftmals da draußen genau darüber, diese Sensibilität zu schaffen, dass da du bist in der Beratung, ich bin in der Beratung, wir zeigen Unternehmen, wie es gehen sollte. Ja, aber verstehen die Unternehmen das heute schon so? Ist das tatsächlich schon jetzt mal die Großen komplett ausgenommen, sondern gehen wir mal in die eher zurückhaltend Kommunizierenden, nehmen wir mal so eine typische Kommune. Also wenn ich meine Kommune, meine Heimatkommune nehme, der Bürgermeister hat nichts verstanden. Ja, also, aber es sind ja Gott sei Dank bald Wahlen, also egal wer es wird, der wird kommunikativer sein, aber in vielen Kommunen ist das genau so ein Problem, in vielen Unternehmen aber auch. Haben die denn tatsächlich nicht die Möglichkeit zu erkennen, dass es so sein muss, dass die Beziehung zu dem Volk, in Anführungszeichen, zu den Fans, zu den Followern, der wichtigste Teil ist und nicht das Produkt und die Dienstleistung, die sie vertreten und vermitteln? Ich glaube, es kommt auch immer ein bisschen auf die, es ist ja immer so, es hängt an den Menschen, die in der Führung sind. So, und wenn man da halt jemanden hat, der in seinen späten 50ern ist, dem Internet sowieso nicht vertraut, also wir müssen ja eins sehen, wir hier in Deutschland sind Schlusslicht, was die Social-Media-Nutzung angeht. Wir haben die höchsten Kritiker, was die Social-Media-Nutzung angeht. Selbst Datenschutzbeauftragte ziehen sich mit großem Tamtam aus den Netzwerken zurück und sagen, wir dürfen das ja alles sowieso nicht nutzen. Es herrscht einfach eine riesige
Unsicherheit, also gerade bei Behörden ist es eine riesige Unsicherheit. Dann ist es eine Angst vor, wer soll das denn alles machen? Also wenn wir mit diesem Social Media anfangen, dann müssen wir gleich alles machen. Und oh Gott, was ist denn jetzt auch noch TikTok? Und da hören ja, also es sind halt unglaublich viele Vorurteile. Es ist viel, viel mehr Angst da, als dass die Vorteile gesehen werden. Und es ein typisch deutscher Spruch, der da wirklich auch immer mit einhergeht, hat doch immer so funktioniert. Warum sollen wir denn jetzt Dinge anders machen? Und Menschen sind einfach, es gibt auch diesen wunderschönen Spruch, der einzige Mensch, der wechseln mag, ist ein Baby mit einer nassen Windel. Und das sieht man halt auch sehr, sehr häufig, dass es halt diese Mischung ist aus Angst, aus Vorbehalten, auch aus Bequemlichkeit, weil man hat es ja bisher nicht gebraucht und deswegen wird es nicht gemacht. Das hängt aber immer extrem an den Menschen, die da an den Machthebeln sitzen. Also auch gerade interessanterweise in großen Unternehmen und Konzernen oft das mittlere Management, weil es einfach Angst hat, Macht zu verlieren. Und die müssen eigentlich überzeugt werden oder sie müssen irgendwann gehen. Und dann weht da halt ein frischer Wind durchs Unternehmen, durch die Behörde. Und es gibt auch viele gute Beispiele, wie es anders geht. Lustigerweise eine alte Schulfreundin von mir ist jetzt Bürgermeisterin von einem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein und die macht das super. Auf ihrem eigenen Instagram-Kanal. Also genau das Gegenteil, die nimmt den Bürger überall mit hin und macht das richtig gut. Jetzt haben wir ja mit Corona oder mit dem Lockdown, der Lockdown-Situation eine wesentliche Veränderung bekommen oder ein Punkt, der sich ergeben hat, dass vieles, was halt irgendwo schon impulsiv war, sich einfach immer noch verstärkt hat, weil wir halt irgendwie alle eingeschlossen waren und dann die Social Media Kanäle eigentlich nur als den einzigen Ausflusskanal für das Gute und Schlechte von uns hatten. So. Und jetzt ist das natürlich da draußen sehr explosiv geworden, halt die Dialogkultur, wenn wir davon sprechen. Es gibt nur noch Extremmeinungen in die eine oder andere Richtung. Und wie siehst du, wie müssen sich Unternehmen in diesem Umfeld jetzt verhalten, insbesondere wenn wir jetzt vielleicht noch weitere Einschränkungen bekommen, dann wird sich das ja alles noch mal weiter verstärken. Also wie politisch müssen dann auch Unternehmen sein und Stellung beziehen oder nicht Stellung beziehen? Das ist natürlich auch immer eine Frage der generellen Unternehmensphilosophie. Also ich auch da ein ganz klares Plädoyer, also auch wenn man Social Media macht, muss das immer in quasi zu der Gesamtkommunikation passen. Also man kann auch nicht ein stocksteifes Unternehmen sein und dann plötzlich auf Social Media irgendwie in Jugendsprache sprechen. Das haben schon einige Unternehmen versucht, das ist ziemlich daneben gelaufen. Aber gerade jetzt, also im Hinblick auf die Kommunikation, auf die veränderte Kommunikations, ich sag mal, also auch auf die Stimmung da draußen, ist, glaube ich, ein Punkt unglaublich wichtig. Das erste ist, bereitet eure Menschen, also die Menschen, die dort an der Tastatur sitzen, die das alles lesen müssen, bereitet sie mental darauf vor, was passiert, wenn sie das nicht schon selber erlebt, erfahren und gespürt haben. Sorgt dafür, dass ihr Menschen, die dort tagtäglich arbeiten, auch mal aus der Schusslinie nehmen könnt. Also das ist schon ein Grund dafür, warum ich mindestens zwei Community Manager oder zwei Menschen, die sich mit dem Thema auskennen, haben muss oder zumindest irgendjemand als Sparringspartner in so einer Situation da haben muss. Wenn jemand 8 Stunden lang sich online beschimpfen lassen muss, ist der mental danach so durch, dass der sich spätestens nach 2-3 Wochen einfach krank melden muss. Weil das macht was mit einem. Egal, wie gut man ausgebildet ist, egal, wie mental stark man ist, das geht an kaum einem Menschen spurlos vorbei oder zumindest nicht an einem guten Community Manager, weil eine Eigenschaft von einem guten Community Manager ist einfach Empathie. Und wenn man empathisch ist, kann man sich einfach nicht so gut abgrenzen, wie man das in so einem Moment dann machen müsste. Das heißt, also das Erste ist, bereitet eure Menschen wirklich darauf vor. Das Zweite ist, lasst euch nie auf das Niveau der Menschen herab, die da irgendwie herumschreien, die euch beleidigen und euch irgendwie beschimpfen. Das ist, also ich sage, mein Geheimnis ist da immer souveräne Freundlichkeit, einfach weil es in diesem Moment nicht nur um die Menschen geht, mit denen man dann gerade spricht, also nicht um den Wüterich, der da irgendwie gerade rumschimpft, sondern auch immer um alle, die mitlesen.
Und das Falscheste, was ich da machen kann, ist genau auf dem Niveau zurückpöbeln. Wenn ich aber freundlich bleibe, wenn ich sachlich bleibe, wenn ich wirklich nicht versuche, irgendwie unter die Gürtellinie zu gehen, dann habe ich schon gewonnen, weil das Umfeld halt sieht, okay, die sind freundlich geblieben, die bleiben souverän, die bleiben sachlich, also steht da irgendwie was dahinter. Dann strahlt dann einfach stärker aus. Und mein bestes Beispiel, also politisch mag man von der Dame halten, was man möchte, aber Angela Merkel ist quasi das politische Pendant zu vernünftigen Community Management in Social Media. Weil man muss sich mal angucken, also gerade, sie wird ja auch gerne auf Bürgerdialogen oftmals von AfD-Politikern angegriffen. Und wie sie darauf reagiert, mit einem freundlichen Lächeln, wirklich auf Augenhöhe, wie man halt da auf Augenhöhe sein kann, freundlich, sachlich, souverän, ganz ruhig in der Stimme, ganz ruhig in der Ausstrahlung. Und das ist das, was man als Community Manager in so einem Moment dann auch machen muss. Auf der anderen Seite auch eine ganz, also ich bin ein großer Freund von einer starken Haustür, weil die Moderation oder man ja auch immer die Möglichkeit hat, zumindest auf den Netzwerken, wo man auch gut moderieren kann, Kommentare, die unter der Gürtellinie sind, auch einfach zu verbergen, zu löschen. Und das ist ja auch keine, also wenn mich jemand beleidigt, ist das auch keine Zensur. Das muss man eben auch, also ganz oft kommt ja irgendwie Einschränkung der Meinungsfreiheit, aber Meinungsfreiheit bedeutet nicht, dass ich andere Menschen beleidigen darf, dass ich andere Rechte verletzen darf oder die Ehre von anderen Menschen verletzen darf. Meinungsfreiheit bedeutet sogar, bedeutet, dass ich mich äußern kann, ohne dass ich dafür politische Repressalien befürchten muss. Das heißt nicht, dass mir andere Leute nicht darauf sagen dürfen, dass sie mit meiner Meinung nicht übereinstimmen. Und das ist eben auch also eine ganz harte Tür und das Wegmoderieren von Beleidigungen, von Angriffen, von Pöbelei oder auch von Verschwörungstheorien ein Stück weit, je nachdem, auf welche Plattform wir sind, ist in so einem Moment dann auch völlig legitim. Es ist immer so eine Gratwanderung zwischen Distanz aufbauen und dann doch noch empathisch sein und ja, sich auch noch zu identifizieren mit dem Unternehmen, weil grundsätzlich richtet sich das ja nicht mitunter gegen den einzelnen Community Manager, sondern gegen die Firma und die Firma an sich. Aber natürlich, der Community Manager kann nur für die Firma gut sprechen, wenn er sich mit der Firma identifiziert. Und dann ist das natürlich immer so ein Problem. Was siehst du da, was empfiehlst du da mal als organisatorische Maßnahme? Du hast ja zwei Punkte gesagt, sind die ausreichend? Einerseits vorbereiten und mindestens zwei Community Manager, um einen den anderen mal auszuwechseln. Aber das sind ja, finde ich, braucht es da nicht noch weitere Richtlinien, die man da halt einfach sich intern aufbauen muss, dass man gar nicht an diesen Punkt kommt, dass jemand so ausgelaugt ist, dass man ihn rausnehmen muss? Natürlich wäre das wünschenswert, wenn man wirklich ein Community-Team hat, wenn man idealerweise jemanden hat in der Kommunikation, also ob das jetzt der Social-Media-Manager ist, der als Sparringspartner da ist, ob das jetzt jemand im Marketing ist, mit dem man sich mal austauschen kann, aber auch einfach Menschen, die aufeinander achten, die gerade auf die Menschen, die vorne in der Kommunikation sind, die auch mal fragen, so sag mal, wie war es denn heute eigentlich, möchtest du darüber reden? Also momentan habe ich tatsächlich sehr, sehr häufig Anfragen, eben auch zur Supervision, zu Coachings, einfach, dass mal jemand reinkommt und sich fachlich wie seelisch mit den Community Managern austauscht, weil wenn die da jetzt über Wochen sich das durchlesen durften, dann ist auch einfach auch das Bedürfnis da. Ich empfehle meinen Kunden sogar, da eben wirklich einen Psychologen, einen Therapeuten reinzuholen, der wirklich auch, also wirklich in 1:1 Gesprächen dann bei Bedarf reingeholt wird und bei Menschen, die sich das sehr zu Herzen nehmen, auch mit denen sprechen. Das ist natürlich auch eine Frage, das ist eine Geldfrage. Aber auf der anderen Seite ist es für mich fast ein Thema von Arbeitssicherheit, weil wenn ich meine Mitarbeiter so einem Stress aussetze, muss ich eigentlich auch dafür sorgen, dass die irgendwo ein Ventil dafür haben, das abzubauen. Was anderes, was ich auch schon gesehen habe, was ganz spannend war, die haben dann Yogakurse angeboten. Also jetzt nicht speziell für diese Mitarbeiter, aber die Idee kam dann tatsächlich, weil die Community Managerin gesagt hat, so was mir hilft, ist Yoga. Und schwupps, gab es Yogakurse, also von extern angeboten, aber das war dann halt ein physischer Ausgleich. Und das ist auch was ich immer als Tipp gebe, sucht euch irgendein Ventil,
sucht euch einen schönen Ausgleich. Es gibt tatsächlich aus der Verhaltenstherapie gibt es so Bögen, wo dann irgendwie 200 Möglichkeiten sind, was Schönes zu erleben. Und das gebe ich dann immer weiter und sage, hier, sucht euch was aus. Ist es ein Stück Kuchen essen, in Ruhe auf dem Balkon einen Kaffee trinken, in die Natur gehen, Sport machen, Kinofilm gucken, einfach irgendeinen positiven Ausgleich hier schaffen. Und eben damit man auch nicht völlig das, also wenn man da den ganzen Tag drin ist, denkt man auch irgendwann, man ist nur von Verschwörungstheoretikern umgeben. Und das ist es nicht. Und darauf muss der Blick eben auch gelenkt werden. Übrigens auch im Community Management selber. Also wir müssen vielmehr den Fokus auf die Positiven, auf die Vernünftigen lenken und genau diese Menschen dann auch mit Interaktion quasi belohnen, einfach damit sie sichtbarer werden. Damit sie auch nicht aufgeben, gegen diesen Mob gegen anzugehen. Wie können wir denn Unternehmen dazu bewegen, genau das zu tun? Also was sind die ersten Schritte, die Unternehmen bei einer Verbesserung, Optimierung des Community Managements angehen sollten? Du hast ja gesagt, bereitet die Leute darauf vor, bereitet eure Leute darauf vor. Mhm. Gehört dazu eine fundierte, vernünftige Ausbildung, Weiterbildung oder ist an allererster Stelle vielleicht die Auswahl der richtigen Menschen? Natürlich braucht man für Community Management die richtigen Menschen, aber also wie ich gerade schon sagte, für mich ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für Community Management eben das Thema Empathie, dass ich in der Lage bin, empathisch auf Menschen einzugehen, weil nur so schaffe ich es auch wirklich, einen guten Dialog aufzubauen, weil die Menschen sich verstanden fühlen. Auf der anderen Seite ist das dann halt oft auch genau der Knackpunkt, weil ich mir das zu sehr zu Herzen nehme. Das heißt, den ersten Community Manager, den ich einstelle, ist meine Empfehlung immer, sucht euch jemanden mit Erfahrung. Weil gerade wenn ich niemanden im Unternehmen habe, der das versteht, der die Menschen da irgendwie an die Hand gehen kann, dann kann das eigentlich nur nach hinten losgehen. Es sei denn, ich stelle diese Person ein und schicke sie dann direkt in eine fundierte Fortbildung. Deswegen ist es wahrscheinlich einfach, sich als erstes jemanden mit Erfahrung zu suchen und dann eben auch der Person dann die Möglichkeit geben, die Zeit zu geben, wenn ein neuer Mitarbeiter dazukommt, den auch an die Hand zu nehmen und einzuführen. Was dabei auch entsteht, und das ist auch eine weitere Empfehlung, ist quasi ein Community Management Handbuch. Weil eigentlich, also idealerweise setzt man sich im Community Management einmal die Woche zusammen und geht durch, was war die letzte Woche, was war besonders gut, was war nicht so gut, wie haben wir reagiert, wo hätten wir besser reagieren können. Und diese Beispiele werden dann tatsächlich gesammelt. Ich kenne mehrere Unternehmen, die sammeln das sogar an einem physischen Ort. Das heißt, die drucken das aus und da entsteht dann quasi so ein Handbuch draus, wo man auch dann die Evolution der Kommentare auch oder der eigenen Reaktion dann auch im Nachhinein nachlesen kann. Aber es ist dann auch ein wunderbares Werk für jeden, der neu dazukommt, weil er einfach auch schon aus der Erfahrung lernt. Und jede Community ist anders. Jede Community hat ihren eigenen Stil, ihre eigenen Pappenheimer, ihre eigenen Superstars und ihre eigenen Trolle. Und wenn dann jemand neu dazukommt, dann weiß er schon ganz genau, was da Sache ist. Jetzt, sorry Björn, jetzt muss ich ja noch eine Frage vorwegnehmen, aber wir verlangen von den Unternehmen ja schon ganz schön viel. Ja? Also wir möchten, dass sie gutes Community Management machen, also sagen wir, schafft ihr Community Manager an. Wir wollen, dass sie Social Media Management machen, also sollen sie einen Social Media Manager einstellen und am besten auch noch einen Content Marketing Manager und noch einen Digital Strategist. Was muss sich ein Unternehmen heute erlauben und was muss sich ein Unternehmen heute leisten? Ist es tatsächlich der Community Manager oder ist es eine eierlegende Wollmilch-Sau-Kombination aus all diesen Dingen? Ist es jemand, der einfach nur digital vernünftig denkt und kommunizieren kann? Was müssen wir denen jetzt tatsächlich angedeihen lassen? Also ich weiß ja, alles geht nicht. Nee, alles geht nicht. Trotzdem mag ich ja einfach mal meinen Kollegen Stefan Ewerts zitieren. Man kann nicht gleichzeitig paddeln und das Boot steuern. Und für mich auf der anderen Seite geht aber Social Media und Community Management immer Hand in Hand. Also richtig gutes Social Media kann ich nur machen, wenn ich ein gutes Community Management habe. Ausrufezeichen und Punkt. Natürlich kann ich nur das eine oder das andere machen, aber dann schöpfe ich nie das gesamte Potenzial aus. Ich weiß, das ist schwierig. Ich weiß, gerade kleine und mittelständische Unternehmen, da geht es manchmal nicht anders. Aber man kann auch ein Stück weiter und um die Ecke denken. Ich nehme jetzt mal ein ganz kleines Beispiel aus meiner Heimatstadt Hamburg.
Da gibt es ein Unternehmen, das nennt sich Alles für Selbermacher. Ist quasi ein Online-Shop für Stoffe, für sämtliches Nähzubehör. Damit habe ich mich auch geoutet. Ich nähe sehr gerne. Und die machen das einfach super. Und dort ist der beste, in Personalunion, die beste Community- und Social-Media-Managerin ist gleichzeitig die Geschäftsführerin. Weil es ist genauso wie früher an der Ladentheke. Die hat eine unglaubliche Leidenschaft für das, was sie tut. Und das zeigt sie tagtäglich auf Instagram. Die näht mit ihren eigenen Produkten, die stellt die neuen Produkte vor. Man merkt die richtig an, wie viel Spaß sie an den eigenen Produkten hat. Gleichzeitig interagiert die extrem mit der Community, geht auf Fragen ein, macht Fragerunden, gibt Tipps. Wenn jemand fragt, hier, sag mal, welcher Stoff passt dazu, antwortet sie eben auch im Dialog und ist quasi deswegen all diese Personen in einer Person. So, das heißt, es geht auch im Kleinen, aber diese Person hat dann eben auch die Leidenschaft, das strategische Denken, weil sie sowieso Geschäftsführerin ist und eben die Dialogfähigkeit eines Community Managers. Wenn wir größer denken, in größere Unternehmen, ist natürlich immer eine Budgetfrage. Ist eine Frage, was will ich eigentlich mit Social Media erreichen? Wie viel möchte ich da investieren? Was kann ich investieren? Und von da ausgehend muss ich dann quasi überlegen, wen brauche ich? Zuerst brauche ich, oder es ist halt so ein bisschen die Frage auch, wie man es definiert, wo jetzt Social Media und wo Community Management anfängt und endet. Ich glaube, der beste Mensch für den Start ist tatsächlich diese Twitter-Position. Eine Person, die zwar sehr, sehr stark strategisch ist, aber sehr, sehr Community denkt. Weil als erstes muss ich in der Lage sein, eine Social-Media-Strategie aufzusetzen, mit der ich ganz klar zeigen kann, das tue ich für das Unternehmen. Auf der anderen Seite muss ich da schon ganz genau den Kunden im Blick haben oder die Wunschperson im Blick haben, für die ich das Ganze mache, weil sonst funktioniert es von vorne bis hinten nicht. Wenn es dann aber wirklich ins Doing geht, wenn es um die Dialoge geht, dann brauche ich zumindest jemanden, der mich unterstützt, damit die eine Person sich weiter um die Strategie kümmern kann und die andere Seite dann wirklich um den Beziehungsaufbau mit der Community selbst. Sehr schön. Ich hatte jetzt gar nicht so große Fragen, sondern eigentlich schon so ein bisschen Ausklang. Natürlich, wir haben 16.12 Uhr, wir müssen langsam am Ende zu kommen. Also ich glaube, wir haben ganz schön viel gelernt. Also wir haben natürlich gelernt, dass über die Corona-Zeit, dass sich nochmal verstärkt hat, dass Community Management noch stärker in Fokus wieder gerückt ist, was es eigentlich immer hätte sein müssen und was wir vielleicht, wo wir einen Fokus verloren haben über die Zeit. Und natürlich, dass wir das systematisch angehen müssen, damit die Community Manager auch nicht überfordert werden. Also ein bisschen, dass wir das auch systematisch auch organisieren. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt jetzt halt auch für den Herbst im Endeffekt, den man wahrscheinlich in vielen Unternehmen jetzt gehen muss. Gibt es noch weitere Empfehlungen für die nächste Zeit? Vernetzt euch untereinander, Community und Social Media Manager, also jetzt kommt der kleine Eigenwerbungsblock. Nein, wir haben ja tatsächlich einen Verband, einen Berufsverband für Social Media und Community Manager, den BVCM, wo sich halt genau Menschen, die sich tagtäglich mit diesen Themen befassen, untereinander austauschen. Dort haben alle die gleichen Probleme. Dort dort findet man sich eben zusammen und alleine schon festzustellen, hey, ich stehe hier nicht alleine da, ich bin nicht die Einzige, die hier jetzt Probleme mit diesen Trollen oder mit diesen ganzen Verschwörungsspinnern hat, das tut schon unglaublich gut. Und bei uns muss man auch nicht mehr Mitglied werden, bei uns auf der Facebook-Seite gibt es jede Menge Stammtische, gerade jetzt auch Online-Stammtische, bei denen man sich auch virtuell austauschen kann. Das wäre meine erste Herzensempfehlung an die Community und Social Media Manager da draußen. Tauscht euch mit Branchenkollegen aus, um festzustellen, dass ihr nicht alleine dort seid. Also das aber ist Mitglied auch, zu werden, ist, glaube ich, auch ganz gut. Oder? Ist auch ganz gut, aber man muss es, ich bin immer ein Freund von Ehrlichkeit, übrigens auch ein Punkt, den ich vorhin hätte sagen müssen, Transparenz und Ehrlichkeit, weil im Internet steht sowieso die Wahrheit. deswegen, ja, natürlich freuen wir uns über jedes Mitglied, das eben hauptberuflich aus diesem Bereich kommt, aber ihr müsst nicht, um an unseren Stammtischen teilzunehmen. Prima.
Dann von meiner Seite aus, Vivian, vielen, vielen Dank. Es war, so wie Björn es gesagt hat, lehrreich. Wir haben einiges aus dir rausgekitzelt mit den Fragen, die hoffentlich nicht zu tiefgehend waren. Aber viele haben da draußen was gemacht. Also danke, dass du die Zeit gefunden hast, hier dabei zu sein. Hat Spaß gemacht. Björn, wir haben nächste Woche dann zu Gast Irene Michels zum Thema Content Audits. Und dann sprechen wir am Dienstag wieder im D2M Talk 22 um 15.30 Uhr oder hier in der Konserve. Also von mir schon mal Tschüss. Björn, dein Part. Ja, ich habe auch nicht viel mehr zu sagen. Vielen Dank nochmal, Vivian, für deine Zeit, für wirklich das spannende Gespräch, tiefgehend auch. Und ja, allen Dank auch da draußen, die zugehört haben. Es gab einige, die wir da so ein bisschen in den Statistiken des Streams gesehen haben. Und hat ja auch genug Potenzial, dieses Video, dass man das nochmal nachschauen und nacherleben kann. Vielen Dank dafür. Bleibt alle gesund. Bis nächste Woche. Genau. Vielen Dank von mir.